Nächste Frage der Reise. Oh, Entschuldigung, jetzt hätte ich fast die Maske aufgelassen, wie Karl Lauterbach das in einem Interview gemacht hat. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, Sie sehen, ich in der Bundespressekonferenz heute ganz viele erstaunliche Sachen generell, wie ich wieder da bin. Ich war nie ausgeschlossen, das heißt, ich war wenige Stunden ausgeschlossen, habe dann Widerspruch eingelegt und der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Wegen der 2G-Regelung konnte ich aber hier nicht rein und inzwischen bin ich glücklicher Besitzer eines genesenen Zertifikates und deshalb heute hier. Als ich Corona hatte, also ich hatte, es ging mir nur 2 Tage Erkältungssymptome, danach wieder fit. Da konnte ich nicht ahnen, dass dann der Zeitpunkt, wo ich wieder hier rein kann, dass der ausgerechnet in einer neuen, ja leider kann man fast sagen, Ära stattfinden wird. Und so hat heute hier Corona überhaupt keine Rolle gespielt, nur eine Frage von mir. Und da war ich dann ganz baff, dass das Bundesgesundheitsministerium sogar, wie soll ich das jetzt höflich ausdrücken, für das, was ich gewöhnt bin, konstruktiv antwortete. Schauen Sie sich die Frage an, voilà. Herr Ewald, die BKK Provita hat einen Brandbrief an das Paul-Ehrlich-Institut geschrieben. Sie sagten, Sie haben Ihre Daten analysiert und Sie haben dann hochgerechnet, dass die Zahl der Impfnebenwirkungen in Deutschland in Wirklichkeit bei 2,5 bis 3 Millionen liege. Ist Ihnen dieser Brief bekannt und was ist Ihr Kommentar dazu? Ja, wir haben das zur Kenntnis genommen. Und es gab ja auch schon Berichterstattung dazu. Es geht ja darum, dass die BKK eigene Daten ausgewertet hat im Zusammenhang mit Krankmeldungen infolge von Impfungen. Die BKK hat dabei aber sozusagen alle Meldungen erfasst, also auch wenn jemand sich dann schlapp gefühlt hat und dann nicht zur Arbeit gegangen ist. Das entspricht aber nicht der Definition von Impfreaktionen. Insofern muss man das abgrenzen. Und das PAI hat sich ja auch dazu schon so geäußert. Also verstehe ich das richtig, dass Abgeschlagenheit oder Schlappheit, die zur Krankmeldung führt, nicht als Impfreaktion geführt wird? Ja, das ist richtig. Also es gibt sozusagen eine Legaldefinition nach ICD-Klassifikation und das gehört eben nicht dazu. Und das muss man auseinanderhalten und dann haben Sie auch andere Zahlen in den Zusammenhang. Ja. Man sagt also nicht mehr, Studien kommentieren wir nicht oder stimmt alles nicht, sondern faktisch gibt man es ja eigentlich zu. Man sagt nur, ja, aber das sind keine Impfnebenwirkungen. Ich dachte, wenn jemand krank geschrieben wird, dann ist das schon mal eine Nebenwirkung. Wenn also hier der Begriff Nebenwirkungen in meinen Augen, ich bin kein Mediziner, ich kann es Ihnen nicht verantwortlich sagen, aber für mich klingt das so, als definiert man das eigentlich neu. Ich verstehe ja, wenn ein bisschen der Arm zwickt, ist es keine Nebenwirkungen, aber wenn es um Krankschreibungen geht, dann ist es ja schon etwas, was nicht ganz so unernst ist. Ich hätte gerne noch mehr gefragt zum Thema Corona, aber es ging heute eigentlich nur um die Ukraine. Verständlicherweise muss man sagen, da wurde sogar auch wieder live übertragen. Ich stellte eine Frage zu den SWIFT-Sanktionen und zwar Fachleute, die sich auskennen, die haben zu mir gesagt, es seien eigentlich Potemkinsche Sanktionen, also man tue so, als mache man es, macht es aber nicht, weil nur die großen russischen Banken ausgeschlossen werden von SWIFT. Und was heißt das? Dann machen die halt ihre Geschäfte über die kleinen Banken und faktisch hat das die Bundesregierung dann auch bestätigt. Schauen Sie sich hier meine Frage an. Herr Reitschuster. Eine Frage an Herrn Hebestreit und Herrn Dr. Kuhn. Kritiker sagen, dass diese Sanktionen bei SWIFT, der Ausschluss, so wie er im Moment ausgeführt wird, der sei Potemkinsch, weil er nur bestimmte Banken betrifft und die Russen dann über die anderen Banken ihre Geschäfte weiterführen würden. Und sie sagen auch, je mehr Zeit verfließt, umso mehr können die vorher Maßnahmen dagegen ergreifen. Also 2 Fragen, wie stehen Sie zu der Kritik? Wann genau sollen die Maßnahmen, die geplant sind, greifen? Meines Wissens greifen die Sanktionsmaßnahmen, die beschlossen sind, seit Freitag bzw. jetzt übers Wochenende getroffen sind. Im Laufe dieses Tages sollen sie gültig werden, wenn man so will. Was Ihre Kritik oder die Kritik, die Sie kolportieren, angeht, wir haben uns
gezielt dafür, auch innerhalb Europas und innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft mit Kanada, Japan, den USA auf dieses Vorgehen verständigt, um eben sehr passgenaue Maßnahmen und Sanktionen zu schaffen, ohne dass es, das habe ich ja am Freitag hier länglich ausgeführt, dazu führt, dass es einen kompletten Abriss gibt, der auch Finanzbeziehungen zwischen der internationalen Staatengemeinschaft und Russland. Und wir haben außerdem auch noch Vorkehrungen getroffen, was die russische Zentralbank angeht und ihre Wirkungsmöglichkeiten. Und wenn man sich die heutige Abwertung des Rubels anguckt, wenn man sich die Börsenwerte in Russland anguckt, muss man sagen, dass die Kritik, die Sie äußern, von den Fakten bislang zumindest nicht unterstützt werden. Zusätzlich, Herr Breitschuster? Nachfrage? War das die Forderung der Bundesregierung und wie viel Unterstützung von welchen anderen Ländern hatten Sie dabei? Das ist kein vollständiger SWIFT-Ausschuss. Haben die Staaten alle gemeinsam genau so entschieden. Das waren, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Europäische Kommission, die USA, Kanada, Japan, Frankreich, Italien und, wenn ich noch wen vergessen habe, und das Vereinigte Königreich. Also das ist unter großem einhelligen Echo so beschlossen worden. Und insofern wird es auch so gemeinsam getragen. Herr Jessen? Ja, Frage geht an Frau Dr. Bahren, gegebenenfalls Herrn Kuhn. Ich beziehe mich nochmal auf die Frage des Kollegen Rinke, die ich nicht beantwortet finde. Ist bei der derzeitigen SWIFT-Ausschlussregelung gewährleistet, dass Zahlungsverpflichtungen für russische Gaslieferungen bei den Lieferanten tatsächlich ankommen? Ist klar, wenn das nicht so wäre, dann könnte Russland sagen, ihr zahlt nicht, wir stellen die Gaslieferung sofort ein. Also ist gewährleistet, dass trotz dieser partiellen SWIFT-Aussetzungen Zahlungen bei den russischen Lieferanten ankommen können, jetzt? Ich wiederhole es nochmal. Es ist genau so ausgestaltet, dass diese Banken, die gelistet sind, von SWIFT abgekoppelt werden. Und zwar diese Banken. Und damit ist sichergestellt, dass Zahlungsverpflichtungen für Energielieferungen oder Rohstofflieferungen möglich sind und auch ankommen. Vielleicht darf ich da auch ergänzen, es sind ja dezidiert im Sanktionspaket Energielieferungen ausgeschlossen worden. Also die werden nicht sanktioniert und insofern sind auch Zahlungsströme, die diese Energielieferungen anbetroffen sind, nicht Teil des Sanktionspaketes. Nachfrage, wenn ich darf, ist es aber nicht ein Widerspruch in sich, auf der einen Seite mit SWIFT weitgehend Zahlungsverkehr abzukoppeln und dann aber diesen großen Sektor Energielieferung, da im Grunde dann doch wieder Geschäftstätigkeit wie in der Vergangenheit, ich will nicht sagen Business as usual, aber zu ermöglichen. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Also ich würde Ihrem Eindruck, dass das Business as usual ist, eben nicht stark widersprechen. Aber es sind die härtesten Wirtschaftssanktionen, die wahrscheinlich jemals verhängt worden sind, verhängt worden in sehr kurzer Geschwindigkeit, wenn man sich überlegt, dass es etwa vor einer Woche hatte der russische Präsident angekündigt, Luhansk und Donetsk anzuerkennen. Wir haben den Überfall Russlands auf die Ukraine von Donnerstag, heute ist Montag. Wir haben ein zweites Sanktionspaket am Freitag entschlossen, ein drittes jetzt über das Wochenende. Also ich glaube, Business as usual ist da nicht das richtige Wort. Zu den Energielieferungen, da wurde eben genau, ich sprach das an anderer Stelle hier auch schon an, über die Sanktionen, die man trifft. Da braucht es eine gewisse Durchhaltefähigkeit. Es bringt nichts, eine Sanktion zu erlassen, die man nach wenigen Wochen wieder kassieren muss, weil man es selber nicht durchhalten kann. Ja, das klingt wirklich so. Also wir wollen zwar eine Sanktion machen, aber wir wollen auch, dass die Finanzflüsse normal gehen. Ja, aber in den Medien wird überall dann groß geschrieben, wir schließen Russland von SWIFT aus und wir tun etwas. Und übrigens ja eine völlige Verzerrung hier auch wieder, sowohl bei den Medien als auch bei der Medienwahrnehmung, dass das Vertrauen in die Medien so massiv gegen Null gegangen ist. Das fliegt jetzt hier uns allen um die Ohren. Kommen wir zu meiner nächsten Frage, die liegt mir sehr am Herzen. Hören Sie sich das an. Herr Reitschuster. Herr Hebestreit, gegebenenfalls. Sie ins Mikrofon sprechen, können wir Sie auch verstehen? Gerne, ich versuche es auch mit der Stimme zu kompensieren. Herr Hebestreit, Frau Das Mikrofon Tatja. Wäre mir lieber. Okay, wir kriegen das hin. In Russland gibt es ja viele Menschen, die protestieren gegen diesen Krieg. Es gibt in Russland eine Zivilgesellschaft und Putin ist nicht unumstritten.
Haben Sie irgendwelche Pläne, haben Sie irgendwelche Ideen, um diese Menschen zu unterstützen, zum Beispiel indem man sagt, wir wollen Russland einbinden in die EU, aber ohne Putin, wenn es demokratisch wird? Wie wollen Sie hier, haben Sie hier irgendwelche Pläne und Ideen? Ich glaube, wenn Sie der Regierungserklärung des Bundeskanzlers gestern genau gelauscht haben, hat er einen sehr klar differenziert zwischen dem Angriff, er hat es Putins Krieg genannt, er hat auch sehr differenziert, er hat nochmal auf die deutsch-russisch-deutsch-sowjetische Aussöhnung nach Ende des Zweiten Weltkriegs abgehoben. Und er hat deutlich gemacht, eben genau die Demonstrationen, die Sie ansprechen, die in St. Petersburg, die in anderen Städten waren, sicherlich unter auch hohem persönlichen Einsatz derer, die dort demonstriert haben. Und dass wir uns nicht im Krieg oder in einem Konflikt, nein, nicht wir nicht, aber dass es da kein Krieg Russlands gegen irgendwen ist, sondern das ist der russische Präsident, der diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Und das ist auch derjenige, der im Zentrum unserer Sanktionsmechanismen steht und auch unserer Kritik, aber nicht das russische Volk. Dass wir jetzt aber, wie Sie jetzt unter anderem vorgeschlagen haben, eine europäische Perspektive Russland oder Ähnliches anbieten würden, halte ich im Augenblick für verfrüht. Ich finde das schade, weil Putin ist nicht Russland. Und ich kenne die Russen als extrem friedliebendes Volk. Und man sagt ihnen immer nur, jetzt im Moment, die NATO möchte angreifen, das kann jeden Tag losgehen. Und darum wäre es in meinen Augen sehr, sehr klug, dieses Signal zu setzen. Dass man sagt, wir machen euch eine Perspektive mit der EU. Die Bedingung ist nur, ihr müsst euch wirklich halten an die Verträge, die ihr unterschrieben habt, an die Grundlagen für den Europäischen Rat, an all diese Dinge, an die Menschenrechtskonventionen und an die demokratischen Verpflichtungen. Und solange das nicht passiert, können wir diese Perspektive nicht anbieten, weil das würde dann Putin in eine schwierigere Lage bringen gegenüber seinen Kritikern. Und es würde es auch der Propaganda schwieriger machen, ständig zu sagen, der Westen ist nur der Feind, der Westen ist nur der Feind. Also diese Perspektive müsste aufgezeigt werden. Und das geht ja auch wieder völlig unter. Man hatte ja früher schon der EU, der Russischen Föderation, ein Assoziierungsabkommen angeboten. Das war Russland, das das ausgeschlagen hat. Das wird auch immer von Putins Verteidigern, die ja jetzt doch sehr viel weniger werden. Selbst Gabriele Krone-Schmalz, die mit dem Spock-Haarschnitt, hat jetzt gesagt, ich habe mich geirrt, auf die sich ja immer die Putin-Verteidiger konzentrieren und sagen, die Krone-Schmalz sagt es doch, auch sie gibt es jetzt zu und auch die anderen großen Putin-Verteidiger. Und es ist eigentlich nur noch eine, ja, in meinen Augen doch fünfte Kolonne, die sagt, das ist richtig und man muss das verstehen. Und aber selbst die Putin-Verteidiger, die vernünftig sind, in meinen Augen sagen, das geht überhaupt nicht und das ist durch nichts zu rechtfertigen. Also nochmal, die EU hatte Perspektiven aufgezeigt, Russland hat das abgelehnt. Die anderen Fragen dann zum Teil sehr, sehr technisch, da ging es sehr viel um Finanzen und in meinen Augen war das etwas spröde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich greife jetzt aber doch einmal ein bisschen was heraus, zum Beispiel die Frage nach der atomaren Drohung von Wladimir Putin. Ist ja auch etwas, was unfassbar ist, also in so einer Situation mit Atomwaffen zu drohen. Ich meine, wie kann man das rechtfertigen? Russland wird nicht angegriffen, Russland greift an. Als Angreifer droht es mit Atombomben. Mir macht das riesige Angst, vor allem, weil ich Wladimir Putin, wie gesagt, seit, wie lange kenne ich ihn jetzt? Seit 22 Jahren und auch persönlich. Und ich habe den Eindruck, da ist jemand auf einem, ja, leider paranoidalen Trip. Und das halte ich für sehr, 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 sehr gefährlich. Also jetzt die Frage zu den Atomwaffen, bitte. Dann Frau Dunz mit einem neuen Aspekt, bitte. Herr Hebestreit, unter der großen Überschrift, wie sich Deutschland schützt, wollte ich fragen, welche Vorkehrungen womöglich getroffen werden, wenn man auf den Aspekt schaut, dass Putin mit Atomwaffen gedroht hat. Gibt es da Vorkehrungen, welche? Und bitte in dem Zusammenhang eine Frage an Herrn Kollatz vielleicht. Können Sie etwas dazu sagen, wo diese Atomwaffen stationiert sind und wie weit sie reichen? Danke.
Also wir nehmen jetzt erstmal, vielleicht fange ich damit an, wir nehmen natürlich die Äußerung des russischen Präsidenten sehr, sehr ernst. Und es ist auch klar, wie unverantwortlich eine solche Drohung ist. Gleichzeitig ist es so, dass im Bedrohungsszenario auch Nuklearwaffen immer eine Rolle gespielt haben und insoweit auch die Abwehr von Nuklearwaffen andererseits auch immer mitgedacht und eine Rolle spielt. Viel mehr möchte ich von dieser Stelle und dazu nicht sagen. Und ich kann dazu natürlich auch nur ergänzen, und das ist ja allgemein auch bekannt, dass die Bundeswehr nicht über Atomwaffen verfügt, sondern die Flugzeuge bereitstellt, um im Rahmen der nuklearen Teilhabe dann gegebenenfalls bei der Ausbringung der Mittel, wenn es dann soweit sein sollte, was hoffentlich nie der Fall sein wird, im Rahmen des Bündnisses eigene Leistung zu erbringen. Darf ich da nachfragen? Ja, bitte. Also Abwehr meinen Sie jetzt? Oder ich hatte gefragt, ob Sie sagen können, wo die russischen Atomwaffen stationiert sind und wie weit sie reichen. Und dann die Nachfrage zu Ihrer Ausführung. Was bedeutet das, was Deutschland dann machen würde? Also wir sind natürlich im Rahmen der integrierten Luftverteidigung in das Bündnis eingebunden, bringen dazu unsere eigenen Mittel, zum Beispiel das Patriot-Abwehrsystem ein. Und das ist immer eine integrierte Maßnahme, ein integriertes Bündnis, das dort dann auch zur Abwehr bereitsteht. Und Frau Dunz, auf Ihre Frage, wo die russischen Atomwaffen stationiert sind und wie weit sie reichen, da gibt es verschiedenste von taktischen über substrategische zu strategischen. Das haben wir alle, die wir Kinder der 80er Jahre sind, so wie ich, in extensio alles mal gelernt. Insofern, das wären mehrere tausend Gefechtsköpfe, über die wir da reden. Da würde selbst diese Regierungs-PK etwas lange oder nicht ausreichen für. Grundsätzlich ist es so, und das hat ja auch Herr Kollatz schon eben angedeutet, dieses Bedrohungsszenario ist immer mitgedacht worden. Insofern gibt es auch gewisse Abwehrmaßnahmen dagegen, aber die sollten wir hier nicht en Detail ausführen. Es gibt keinen Appell an die Bürger, was sie tun können. Nein. Ich darf vielleicht politisch noch mal ergänzen und einordnen, dass die NATO selber zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohung für Russland dargestellt hat und das natürlich auch weiterhin nicht darstellen wird. Im Gegenteil, die NATO und auch die USA selber setzen sich für eine Risikoreduktion ein und auch für die Vermeidung derartigen nuklearen Messagings, wie es gerade Herr Putin betrieben hat. Insofern rufen wir Russland dazu auf, dies ebenfalls zu tun. Dann ging es auch noch um Flüchtlinge. Jens Thurer, Deutsche Welle, fast ein bisschen anderes Thema, Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob mir Karl da weiterhelfen kann. Karl, können Sie uns mal auf den Stand bringen? Sie müssten ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen, wir können Sie kaum verstehen. Wie viele Menschen aus der Ukraine jetzt hier schon angekommen sind? Und vor allem vielleicht noch eine spezielle Frage. Es gab ja sehr viele Flüchtlinge auch aus Belarus, die in die Ukraine gelangt sind. Haben Sie Erkenntnisse schon vor dem Krieg praktisch aus Belarus in die Ukraine gelangt sind? Gibt es Erkenntnisse, ob und wenn ja, wie viele von denen auch sich auf den Weg Richtung Westen gemacht haben? Also zu belarussischen Flüchtlingen, die in der Ukraine waren oder Menschen aus Belarus, habe ich keine aktuellen Erkenntnisse, die ich Ihnen nennen könnte. In den letzten Tagen sind 1.800 geflüchtete Menschen, also aus dem Kriegsgebiet geflüchtete Menschen, bislang in Deutschland festgestellt worden. In Deutschland, in unseren Nachbarstaaten natürlich ein Vielfaches mehr, da kennen Sie die Zahlen des UNHCR und des IOM. Gefragt wurde auch nach den Gesprächen. Dann Maxim Alissa, Al-Arabi TV. Es finden jetzt Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine in Belarus statt, beziehungsweise im Grenzgebiet, ergänze ich jetzt. Was sagt die Bundesregierung über diesen Schritt? Die Bundesregierung begrüßt erstmal grundsätzlich, dass geredet wird. Und diplomatische Lösungen sind immer die einzig sinnvollen. Militärisch ist das immer schwierig. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass das sehr schwierige Gespräche sein werden und sich hinziehen könnten. Der Kollege Jessen fragte nach den Reaktionen der Bundesregierung auf die Forderung von Selenskyj, die Ukraine sofort in die EU aufzunehmen. Wollte eigentlich ich fragen, auch, aber der Kollege Jessen war schneller und die Bundesregierung will die Ukraine nicht sofort in die EU aufnehmen. Man hat da ein bisschen herumgeredet um den heißen Brei, aber es wird ziemlich deutlich. Bitte. Herr Jessen? Frage an Herrn Hebestreit, gegebenenfalls Frau Sasse. Frau von der Leyen hat gestern gesagt, im Hinblick auf EU-Perspektive Ukraine, wörtlich,
Sie gehören zu uns und wir wollen Sie drin haben, umfasst dieses Uns und das Wir auch die Position der Bundesregierung? Diese Frage stellt auch Rosanna Pugliese von ANSA. Da kann ich verweisen auf die Ratsschlussfolgerung vom 24. Februar, also von Donnerstag. Das war der Abend nach dem Überfall auf die Ukraine. Und darin heißt es, wir erkennen, Zitat, die europäischen Bestrebungen der Ukraine und ihre Entscheidung für Europa an, wie sie im Assoziierungsabkommen zum Ausdruck gekommen sind. Und genau dazu steht auch die Bundesregierung. Das bedeutet das eine positive Stellungnahme zu dem, was auch Selenskyj jetzt noch mal aktuell gefordert hat, nämlich Aufnahme der Ukraine in die EU, möglicherweise nach einem beschleunigten Verfahren. Das ist ja eine Konkretisierung des Prozesses. Beinhaltet, unterstützt die Bundesregierung dieses? Im Augenblick, glaube ich, stellen sich gerade ganz andere Fragen. Und nämlich, wir sind dabei, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen in ihrem Kampf gegen Russland und gegen die Invasorenarmee. Klar ist auch, dass die Bundesregierung aus vollem Herzen den langfristigen europäischen Weg der Ukraine unterstützt. All die Fragen, die sich dann daran anschließen, die Sie ja auch eben aufgeworfen haben, werden sich im Laufe der Zeit stellen und dann auch beantwortet werden müssen. Auch nach Sportboykotten wurde gefragt. Ja, der Verein Schalke 04 hat sich ja wegen der russischen Invasion von seinem Hauptsponsor Gazprom getrennt. Hat die Bundesregierung da eine Haltung dazu, beziehungsweise das Bundessportministerium? Ja, wir haben eine Haltung und die Bundesinnenministerin hat das auch schon gesagt, dass der Sport auch eine Verantwortung trägt, jetzt auch Flagge zu zeigen und Position zu zeigen im Angesicht dieses russischen Angriffskriegs. Und insofern begrüßen wir, wenn Sportverbände jetzt da auch eine klare Reaktion zeigen. So sagt Frau Abbas. Sollten aus Ihrer Sicht andere Sportvereine dem Beispiel folgen? Ich möchte mich jetzt nicht zu einzelnen Vereinen äußern. Wir sind mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zum Beispiel im Kontakt. Wir begrüßen die Position, dass internationale Wettkämpfe nicht länger in Russland ausgetragen werden können. Das sind die Themen, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben. Dann kam noch die Frage, ich glaube, es war ein russischer Journalist, müsste ich nachschauen, nach einem möglichen Mobbing von Russen. Ich habe auf meiner Seite auch einen Artikel, dass ein Wirt geschrieben hat, er bediene jetzt keine Russen mehr, finde ich fatal, ganz schlimm. Weil viele Russen kritisieren ja auch diesen Krieg. Viele Russen sind extrem mutig, gehen auf die Straße, obwohl ihnen Haft und Prügel drohen. Und das ist ganz schlimm. Der Wirt hat das aber dann auch zurückgenommen, hat sich dafür entschuldigt, hat gesagt, dass er in der Emotion gehandelt habe. Sehen Sie dazu die Frage und die Antwort. Jaroslav Filipov, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, von der Nachrichtenagentur TASS. Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung ergreifen, um mögliche soziale Spannungen in der Gesellschaft zu vermeiden? Also er spricht von einem möglichen Mobbing der hier lebenden Russen, Russinnen zum Beispiel in den Schulen. Auch da kann ich auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers verweisen, der es ja auch noch mal gestern deutlich gemacht hat, dass wir viele russischstämmige und auch ukrainischstämmige Deutsche im Lande haben. Und auch da noch mal, das ist ein Konflikt, ein Krieg, der vom russischen Präsidenten vom Zaun gebrochen worden ist und von niemandem anders. Dann ging es noch um das Verbot von Sputnik und RT, das anvisiert ist. Schauen Sie sich das an. Ja, eine Frage an das Auswärtige Amt und gegebenenfalls auch an das BMI und das Justizministerium. Nach dem EU-Außenministertreffen der Schalte gestern hat Kommissionspräsidentin von der Leyen ein europaweites Verbot der russischen Staatssender RT und Sputnik und ihrer Tochtergesellschaften angekündigt. Können Sie mir sagen, wie dieses Verbot aussehen soll, wie die Bundesregierung dazu steht und vor allem, wie das europaweit geschehen soll, weil Medienregulierung ja Sache der Nationalstaaten ist? Da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass ich Sie da an die EU-Kommission und Kommissionspräsidentin von der Leyen selber verweisen muss, denn Sie gehen ja auf Ihre Äußerungen ein. Wir haben diese Äußerungen zur Kenntnis genommen. Wir haben an dieser Stelle ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder unsere Position zu den Aktivitäten von RT hier in Deutschland deutlich gemacht. In diesem Fall geht es um das europaweite Element und da muss ich Sie tatsächlich an das Büro von der Leyen selber verweisen. Eine Nachfrage. Plant die Bundesregierung ein derartiges Verbot in Deutschland?
Wie gesagt, die Äußerungen der Kommissionspräsidentin von gestern Abend haben wir zur Kenntnis genommen. Und wir werden gemeinsam mit unseren europäischen Partnern diese Äußerungen im Detail weiter besprechen. Ja, wenn Sie die gesamte Bundespressekonferenz heute anschauen wollen, dann finden Sie die auf dem Unterstützerkanal reitschuster-leerzeichen.de. Da sehen Sie sie von Anfang bis zu Ende. Es waren fast 80 Minuten heute. Ja, wir leben in vielem in einer neuen Zeit. Wladimir Putin droht mit Atomwaffen. Wladimir Zelensky wurde mit weit über 70% der Stimmen in einer völlig freien Wahl gewählt in der Ukraine. Er ist Jude, sein Premierminister ist Jude. Und die Versuche, da ein faschistisches Regime daraus zu konstruieren, die sind in meinen Augen absurd. Und das Schlimme ist, das ist die alte KGB-Schule. Seit 100 Jahren sagt man, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann macht man den Feind zum Nazi. Das war auch in der DDR so. Mit Angela Merkel kam das dann auch in die Bundesrepublik. Alle, die Corona-Maßnahmen kritisieren, sind Nazis. Alle, die Merkel kritisiert haben, sind Nazis. Und die Ukrainer, weil die etwas anderes wollen, das sind auch alles Nazis. Diese Handschrift, die ist hier völlig unverkennbar. Das Problem ist, wie gesagt, in Deutschland völliger Verlust des Vertrauens in die großen Medien, was ich völlig nachvollziehen kann. Dazu viele Fehler, die USA gemacht haben, die EU gemacht haben. Massives Misstrauen in unser politisches System, was ich auch völlig nachvollziehen kann. Da bin ich völlig dabei. Und Putins Propaganda, auch die fünfte Kolonne in Deutschland, die nutzt das dann massiv, um hier Leute von sich zu überzeugen. Die gute Nachricht ist, dass das doch, ich sehe das ja bei den Reaktionen und bei allem, es ist eine sehr, 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 sehr laute Minderheit, aber es ist ganz, ganz deutlich die Minderheit, Gott sei Dank. Und ich denke, man muss jetzt in dieser Situation ganz klar seinen Kompass behalten. Man muss weiter alles kritisieren, was hier falsch läuft. Da läuft sehr viel falsch. Die USA machen sehr viel falsch. Die EU macht sehr viel falsch. Bei uns läuft in der Innenpolitik sehr viel falsch. Die Corona-Politik ist fatal. Das ist alles so. Aber man kann nicht einen verbrecherischen Krieg durch irgendetwas rechtfertigen. Und man kann auch nicht denjenigen, der dafür verantwortlich ist, verklären. Und ich verstehe den Schmerz, ich verstehe, wie groß der Wunsch ist, hier irgendeine Alternative zu sehen, aber das ist KGB, das ist keine Alternative. Vielen Dank, alles Gute, ciao, auf Wiedersehen. Nächste Frage, der Reitschläger. Ja, und einen Witz, oder es ist eigentlich der kürzeste Witz, den man in Deutschland bis vor kurzem noch gar nicht verstanden hätte. Das ist ein hausgemachter Witz, weniger Witz als eine Geschichte, dass die westlichen Verhandlungspartner sagen, das haben sie ja immer gesagt, es gibt keine militärische Lösung der Ukraine-Frage. Und Putin antwortet, doch, genau das erleben wir jetzt. Und es ist das Schlimme, dass wir uns in diesem Taratuka-Land à la Pippi Langstrumpf befunden haben. Alle wollen doch nur Gutes. Wir machen hier nur noch Gender. Wir machen hier Forderungen nach Menstruationsprodukten in Männertoiletten. Und wir haben völlig vergessen, dass nicht die ganze Welt so tickt. Und dass da ein Wladimir Putin ist, der seit 20 Jahren davon redet, die Sowjetunion wiederherzustellen. Und der seit 20 Jahren auf Rache sind für den Zerfall der Sowjetunion. Das kann man alles mit seinen Reden belegen. Ich habe über 400 Seiten Buch darüber geschrieben, Putins Demokratur. Und das haben wir 20 Jahre lang verleugnet, haben nicht so getan, haben so getan, als gäbe es das nicht. Die Medien haben das auch völlig ignoriert oder zum großen Teil ignoriert. Und wer das kritisch benannte wie ich, der hatte dann massive Probleme. Es kam verzerrt an, weil viele dachten, da wird nur Putin gebasht. Als jemand, der das gut kannte, sagte immer, der wird verharmlost. Im Gegenteil, man kann es alle nachlesen. Manche verharmlosen jetzt noch weiter, Gott sei Dank, sehr, sehr wenige. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Ich denke, wir müssen ganz klar sagen, wir wollen eine Partnerschaft mit Russland. Russland ist uns nahe, Russland ist ein Partnerland. Wir wollen Russland in der EU. Wir wollen möglicherweise auch für die Zukunft ein Bündnis, das über das Wirtschaftliche hinausgeht mit der EU, aber nicht mit dieser jetzigen Regierung, mit diesem Clan, der das Land ausraubt, der es ausbluten lässt und der völlig in der Vergangenheit
steckt. Das wäre in meinen Augen eine kluge Strategie, den Menschen in Russland die Hand ausstrecken und der Politik in Russland die rote Karte zeigen. Vielen Dank, alles Gute, ciao, tschüss.